Hallo zusammen, oder wie man bei uns in der Deutschschweiz sagt, grüezi miteinander. Ich bin Julia und ich möchte euch heute gerne etwas über meine Muttersprache, das Schweizerdeutsche, erzählen und über meinen Dialekt oder mein Dialektgemisch. Darüber, wie es dazu gekommen ist und wie ich zu meiner Muttersprache stand und was sie für mich bedeutet. Ich bin, wie gesagt, Schweizerin, Deutschschweizerin. Ich bin im Kanton Basel-Land aufgewachsen, habe von dem her grundsätzlich das Baselbieterdeutsch, das ich rede. Ich bin dann aber für das Studium und für einen Job nach Basel gezogen, wo ich sehr, sehr lange auch gelebt habe, was sich natürlich auch in Bezug auf den Dialekt ein bisschen abgefärbt hat. Das heisst, ich habe heute ein Gemisch zwischen Baselbieter und Baseldeutsch, was mich manchmal ein bisschen stört, weil ich das Gefühl habe, ich sei nicht mehr so recht oder ich habe nicht mehr so recht Wurzeln oder eine richtige Herkunft, die auch für andere erkennbar ist. Aber andere stört das, glaube ich, weniger, wie ich schon zu hören bekommen habe. Ich lebe als Auslandsschweizerin schon seit längerem auf einer französischsprachigen Insel. Das heisst, ich brauche im Alltag das Schweizerdeutsche nur noch, um mit meinen Leuten in der Schweiz zu kommunizieren, mit meiner Familie, meinen Freunden, am Telefon, über E-Mail, über SMS, WhatsApp und so weiter. Das mache ich allerdings wirklich eigentlich durchgehend nur auf Schweizerdeutsch und sehr gerne auf Schweizerdeutsch. Ich finde es auch toll, Nachrichten auf Schweizerdeutsch zu bekommen. Was ich ganz toll finde bei uns ist, dass, weil Schweizerdeutsch ja eigentlich keine offizielle Amtssprache ist, dass es auch keine offizielle Schriftsprache gibt. Das heisst, es gibt keine Grammatik, es gibt keine Rechtschreibung, es kann jeder so schreiben, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ich finde das unter anderem sehr positiv, weil ich denke, dass es dazu beiträgt, dass die verschiedenen Dialekte, die in den verschiedenen Deutschschweizer Kantonen geredet werden, erhalten bleiben. Und ich finde es auch immer spannend, wenn ich zum Beispiel SMS aus Bern oder aus Zürich oder was weiß ich wo, aus dem Graubünden bekomme, wo man schon nach 2-3 Worten könnte sagen, wer bzw. in welchem Dialekt das SMS geschrieben worden ist. Von dem her finde ich es eigentlich ganz toll, dass das Schweizerdeutsche eben nicht als Schriftspruch existiert. Und denke, dass das auch zum Erhalt unter anderem von der Verschiedenheit und von der Vielfalt der Dialekte beiträgt. Für mich ist vom Gefühl her das Schweizerdeutsche mit wie gesagt, Familie, Aufwachsen, Geschichte, Vergangenheit, Zugehörigkeit, Geborgenheit verbunden, mit einem Heimatgefühl. Ich freue mich auch immer riesig, wenn ich hier einmal, was leider sehr, sehr selten passiert, irgendwo Schweizerdeutsch höre. Ich gehe dann immer auf die Leute zu und es entstehen lustige, spannende Gespräche, woher man ist und was man dann hier macht. Und das ist doch, zeigt mir doch immer wieder, dass ich einen guten Bezug zu meiner Muttersprache hat, zu meiner Herkunft. Auch wenn ich, wie gesagt, schon länger nicht mehr in der Schweiz lebe und inzwischen eigentlich auch nicht mehr unbedingt auf Schweizerdeutsch denke oder träume. Es bleibt trotzdem für mich ein ganz wichtiger Teil von mir und ich bin immer wieder froh oder auch ein bisschen stolz auf
auf die doch spezielle Sprache, die wir reden in der Deutschschweiz, die irgendwo deutsch ist und eben doch nicht deutsch ist. Und wo auch hier im Ausland, wenn ich es dann mal rede, immer recht gut ankommt, wo die Leute lustig finden, auch vom Klang her, von der Melodie her. Ja, das wär's gsi von mir. Ich danke euch vielmals für euer Interesse und fürs Zuhören und sage Tschüss zusammen bzw. Adieu miteinander.